Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei mein Chaos Bastelreich. Ich bin Vero und präsentiere euch gerade mein erstes YouTube-Video. Oh Gott, ich bin wahnsinnig nervös. Entschuldige mich im Vorweg schon für Grammatikfehler, völliges Chaos im Satzbau und mein Name ist halt Programm, ne? Ich bin Chaos und deswegen auch mein Chaos Bastelreich. So, mein erstes Video. Es hat lang genug gedauert. Vorher habe ich erst schon ziemlich lange und jetzt habe ich einfach mal gesagt, ich fange an. Und zum Anlass, also zeigen möchte ich euch diese kleine Verpackung. Ich habe sie hier mit einem Magneten verschlossen. Passt ein bisschen was rein: Lippenstift, Lippenbalsam, ein paar Süßigkeiten. Ich habe gedacht, ein kleines Mitbringsel oder ein Goodie oder ja, auch als Tischkärtchen, also Tischdeko könnte man sie gut verwenden. Und hier möchte ich euch zeigen, wie das geht. Ich habe hier ein Inch gebastelt, weil wir einfach ein 6-Inch-Bogen brauchen. Da ist es etwas leichter, im Inch zu basteln. Hab aber auch mal probiert, ob es in Zentimeter gut zu basteln ist und sag euch dann einfach die Zentimeter bei. Warum ich euch diese Verpackung zeigen möchte: Wir hatten jetzt gerade vergangenen Sonntag, also den ersten Sonntag am Montag, haben wir im Team Stempelbund. Da bin ich sozusagen mit drin. Haben wir immer Instahop und da habe ich diese Verpackung gebastelt. Und unser Thema war Celebration. Und ich dachte, das ist ein guter Einstieg, weil die Celebration ist ja jetzt ab 1.7. wieder neu angelaufen. Und da gibt es ja immer so kleine Bonbons ab einem Warenwert von 60 bis 120 Euro. Beziehungsweise ab 60 und 120 Euro, nicht bis. Und zwar könnt ihr dann, wenn ihr einen Warenwert von 60 Euro erreicht, euch kleine Produkte aussuchen. Ich habe hier mal ein Beispiel, das habe ich hier auch verwendet. Ist einmal das Spezialpapier in Gold und Silber. Da haben wir zwei verschiedene Designs. Und zwar einmal mit Pünktchen und Streifen in Silber. Ich hoffe, es blendet nicht allzu doll. Und dann haben wir das gleiche nochmal in Gold. Und ich habe jetzt hier die Streifen in Gold verwendet für die kleine Verzierung am Rand und meinen Verschluss. So, das ist zum Beispiel ein Bonbon bei einem Bestellwert ab 60 Euro. Das heißt, ihr könnt das für nasse mit in euren Warenkorb legen. So, und ich habe mich, wie ich die Celebration also diesen Katalog aufgeschlagen habe, habe ich mich sofort in das Set verliebt, Wonderful World. Das ist einmal das Stempelset. Ich packe das hier mal beiseite. Das ist einmal das Stempelset. Und ihr werdet lachen, ich stehe in Natur gar nicht auf Blumen. Also ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Ich kann mit Blumen nicht umgehen und mich interessiert es auch eigentlich gar nicht. Wenn alle sagen, oh, das blüht so schön, da sage ich, ja, ist mir egal. Aber das hat mich irgendwie umgehauen. Warum auch immer. Und auch das Designerpapier, das ist so schön. Und es besteht auch nur aus Blumen. Und ich finde es so schön. Ich zeige euch das mal. Das haben wir hier, die eine Seite. Und dann haben wir hier die Rückseite. Ich weiß nicht, ob es die Farben sind oder ob es die Blumen sind. Ich weiß nicht, was mich daran fasziniert. Ich finde es einfach nur schick. Dann haben wir hier mal keine Blumen. Dafür ist auf der Rückseite wieder Blumen. Oh, falsch rum. Blumen, Blumen, Blumen. Hier haben wir Blätter in Grün und dann auch wieder Blumen. Ich hoffe, ich mache euch nicht schwindelig mit dem ganzen Umgedrehe.
Hier haben wir Streifen, das ist die Osterglocke, die Farben und nochmal Blumen. Und auch das hier in dem Grün, ich finde es einfach nur schick. Ist doch irre. Dann hier nochmal, ich muss das nochmal umdrehen, tut mir leid. Das ist das Papier, was ich hier für unser Täschchen verwendet habe. Habt ihr das überhaupt gesehen? Ja, ich denke schon, ne? Habt ihr die Rückseite gesehen? Die sieht so aus. So, und das kennen wir schon, ne? Das kennen wir noch nicht. Das ist die Rückseite. Und dann haben wir hier, oh wei, Blumen. Blumen, Blumen. Und auch das finde ich wieder wunderschön. Es gibt keine Stanzen zu dem Set, aber auch diese Blumen sind groß genug, um sie mit der Schere auszustanzen. Das würde ich dann immer außerhalb der Kamera machen, weil ich bin kein Profi im Ausschneiden. Ich bin noch am Üben. So, das war das Papier. Auch hier, das ist eine Superprämie, wie wir das schimpfen. Das heißt, ab einem Bestellwert von 120 Euro bekommt ihr das für nasse, beides zusammen. So, und für den Spruch wollte ich euch noch kurz sagen, habe ich mal keine Celebration benutzt, sondern aus dem Wichtelwunderland wurde mir der Spruch gespendet von den Wichteln. Kleine Überraschung für dich. Das ist aus dem Herbst-Winter-Katalog. Ein aktuelles Set. So, dann wollen wir mal loslegen. Ne? Ich habe ja gesagt, dass wir 6x6 brauchen. Und das ist von dem Designerpapier ein Viertelbogen. Und ich weiß nicht, ob ich grün oder blau nehmen soll. Was halt meint ihr? Ich glaube, ich nehme jetzt mal das mehr blaue, lilane. Ja, mit Farben bin ich auch nicht so. Aber für mich ist das hier mehr blau. 6x6, das heißt, wir brauchen ein Viertelbogen von diesem 12x12 Inch. Das heißt, wir legen das. Ich zeige das mal demonstrativ. Wir legen das in unser Schneide- und Falzbrett einfach ganz ran, schneiden uns das in der Mitte durch und nehmen uns dann die Hälfte und schneiden das nochmal in der Mitte durch. Und dann haben wir 6x6 Inch, weil hier genau am Rand ist die 6 Inch Kante. Dann darf ich euch Pumpkin vorstellen. Das ist einer meiner Katzen. Pumpkin mag es nicht, wenn ich ihm keine Beachtung schenke und bastel. Das war auch schon so, bevor ich Videos gemacht habe. Mausi, ich muss mal weitermachen. Pumpi. So, ich werde das auch nicht rausschneiden, ne? Weil, wie gesagt, es ist mein erstes Video. Ich mache das alles noch mit dem Handy und bin noch kein Profi. Und ich meine, Pumpkin ist ja sehenswert. Es sei denn, wenn ich unterbrechen muss, weil er auf meinen Arm will, dann drücke ich Pause-Taste und dann geht es danach weiter. Aber vielleicht habe ich Glück. Ja. Ich habe kein Glück. Pumpkin, ich nehme ihn mal runter. Es tut mir leid. Ich muss hier weitermachen. Ich habe noch einen davon, der heißt Spikey. Also dann haben wir diesen 6x6 Inch Bogen. Das sind dann 15,2 cm, wenn wir es genau nehmen. Weil ich euch ja auch die Zentimetermaße sagen wollte. Also 15,2 mal 15,2 cm. Ich nehme mir jetzt zum Falzen mein Simply Score Falzbrett. Weil ich das hier mit den Inchmaßen einfach leichter habe zum Falzen.
Da bin ich genauer. Da bin ich genauer, leg genau in der Ecke an, weiß, dass mein Papier gerade ist und fahre in die Rille und fertig. Wer das nicht hat und in Zentimeter falzt, der nimmt einfach das Schneide- und Falzbrett. Das ist kein Problem. Nur darauf achten, dass wir hier oben anlegen gerade und dann falzen wir mit dem Schneide- und Falzbrett. Das ist kein Problem. Da ich immer einen Knick in der Optik habe, also wortwörtlich, ich sehe nicht gerade, sind mir solche Hilfen natürlich sehr, sehr angenehm. Und deswegen nutze ich die, wenn ich die da habe. Wir falzen also, lasst mich spicken. Wir falzen einmal bei 1¼ für Inch. Nicht zu doll aufdrücken. Gerade hier bei dem Falzbrett ist das verführerisch. Aber das ist ja nur dünnes Designpapier, das könnte dann brechen. Und ich nutze auch die dünne Kugel, also die kleinere Kugel, nicht die größere. Bei dem Schneidebrett nehmen wir und Zentimetermaß nehmen wir 3,1 Zentimeter. Und dann falzen wir noch bei 4¾. Bei dem Schneidebrett würde ich das Papier einfach um 180 Grad drehen und wieder bei 3,1 anlegen. Also das könnt ihr auch auf der Seite machen. Und dann nochmal falzen. So, wenn wir das gemacht haben, dann drehen wir das um 90 Grad und falzen bei 2¼. Beziehungsweise 5,5 Zentimeter beim Schneidebrett, wer einen Zentimeter bastelt, oder halt auch 2¼ Zoll Inch und bei 3¾. So, und wer einen Zentimeter bastelt, dem würde ich einfach wieder empfehlen, das Blatt um 180 Grad zu wenden und wieder bei 5,5 cm anzulegen. So, dann sind wir erstmal fertig. Ich lege mein Schneidebrett und mein Falzbrett beiseite. Da läuft wieder unser Pumpkin durchs Bild. Pumpkin, du kannst gerade hier nicht rufen. Mein Tisch ist zu klein, dass er sich da platzieren kann. So, dann nehmen wir unser Falzbein. Wer keins hat, nimmt sich den Fingernagel, ein Lineal. Und dann falzen wir die Linien nach. Schön crisp, also schön scharf nachfalzen. Möglichst genau und nicht mittendrin, so wie ich gerade. Und wenn wir alles gefalzt haben, dann sollte das so aussehen. Wenn wir einen Musterverlauf haben, also das Designerpapier sieht ja so aus. Das hätte ich vorher sagen sollen. Ich hatte jetzt Glück, dass ich das richtig rumgemacht habe. Wenn ihr einen Musterverlauf habt, ich habe hier nochmal ein Blatt, dann fangt an so zu falzen. Ne? Also hier 1/4 und da 4¾ und dann 2¼ und 3¾.
damit das Muster richtig rum ist. Zumindest auf der Seite, wo man sich das anschaut. Das ist auf der Rückseite natürlich verkehrt rum, aber das stört mich jetzt nicht weiter, weil der Musterverlauf ja hier trotzdem richtig rum ist. Wenn euch das Kirre macht, dann nehmt ein Papier ohne Musterverlauf. Also es gibt ja hier auch solches Papier oder so ein Papier oder so ein Papier. Dann lasst das Papier draußen und das dann nach innen. So, kommen wir zurück zu unserer kleinen Tasche. Wir haben jetzt also das Papier so liegen. Denkt daran, Musterverlauf nach oben. Und jetzt falzen wir diese Kante hier. Diese Kante, die natürlich möglichst gerade sein sollte. Auf diese Kante runter. Und zwar genau. Wenn das manchmal noch hackt, dann knickt das noch mal so, wie bei mir gerade. Dann knickt das noch mal so und dann holt euch das runter. Dann sollte es eigentlich besser funktionieren. Nehmt eure Fingernagel zur Hilfe oder ein Falzbein, wenn ihr keine Fingernägel habt. Dann drückt ihr das hier genau auf die andere Kante und dann geht ihr mit dem Falzbein hier rein und zieht es bis zur Ecke scharf nach. So. Also soll sich dann nicht so hinlegen, ne? Das ist dann schon so in Ordnung. Das brauchen wir nachher, wenn wir das zusammenfalten. Und das machen wir jetzt auf jeder Seite. Also hier genauso. Diese Kante, diese Falzkante hier, auf diese Kante legen. So, wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, nochmal nachziehen. Bei mir stellt's. Das ist wie der Pumpkin, der sich gerade auf meinen Rücken geschmissen hat mit seinen Krallen. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Ich habe mir das Schreien unterdrückt. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch was, wenn er hier rumflattert. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. So, wir müssen hier schon ziemlich genau sein. Der Pumpkin ist ziemlich eigensinnig. Wenn der jetzt will, dann will der. Also, wahrscheinlich muss ich wirklich gleich auf Pause drücken. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Nimmst du mal deinen Schwanz hier aus der Kamera? Also ich versuche das noch zu machen, ohne dass hier der Schwanz vom Pumpkin euch so stört wie mich. Legst du dich jetzt hier hin? Macht ihm ja nichts, ne? Stört ihn nicht, dass ich hier bastel. Stört ihn auch nicht, dass das mich stört. Ich hoffe, ihr seht das. So, weil ich sehe nämlich nichts. Ich muss noch irgendwie herausfinden, wie ich das sehe. So, jetzt habt ihr, ich muss dich mal ein bisschen dünner machen hier. Jetzt habt ihr das gefaltet und legt es wieder so vor euch hin.
Jetzt kommen wir nämlich zum Kleben. Und dazu nehmt ihr euch unseren Tombow. Und klebt hier die Ecken. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich war schon wieder ein bisschen schneller, weil mir ist gerade was eingefallen. Mein Pumpkin, der legt sich hier ja gerade auf. Warte, 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 warte. So, auf mein Werbungsschild. So, ihr müsst Kleber und zwar hier auf die Ecken machen. Hier, die wir uns quasi praktisch gerade gefaltet haben. Da kommt jetzt der Kleber rauf und zwar auf alle vier. Und da bleibt schön in der Begrenzung durch die Falzlinien. Nicht, dass ihr darüber kommt, weil sonst klebt ihr euch das dazu, wo ihr nicht wollt. Und das wäre dann ein bisschen ärgerlich. Tragt auch den Kleber nicht so dick auf, damit der nicht überquillt. Und seid schön vorsichtig. So. Dann habe ich das jetzt hier zu. Also dann klappen wir das um und kleben uns die Ecken schön zu. Dazu drücke ich das mit dem Falzbein einfach nach. Da kann sich das Klebemittel schön mit dem Papier verbinden. So, und dann haben wir unsere Tasche nämlich eigentlich schon zumindest mal so, dass man erkennt, dass man eine Tasche hat. Seht ihr? So, wenn wir die jetzt zumachen, da fehlen natürlich noch, die Bänder und der Verschluss. Und mir hat das natürlich, können wir jetzt hier auch die Bänder machen, also jedem, der das langt, der kann jetzt hier die Bänder dran kleben mit... Wie heißen sie? Die Affenklammern hier, die Spreizklammern verwenden. Mir hat das aber hier nicht so gefallen, weil man ja hier die Klebelaschen sieht und alles. Und deswegen habe ich mir hier diese Abschlusskante überlegt, weil ich das dann einfach schöner fand. So. Und dafür habe ich mir... Wie gesagt, das Designerpapier genommen für in Silber und Gold. Und da habe ich vom Prototyp habe ich noch hier so den Streifen. Der ist 3,5 Inch breit. Hier achte ich natürlich auch, dass die goldenen Streifen quer lang gehen. Und in Zentimetern ist der ungefähr 8,9 cm breit. Das habe ich mir dann zugeschnitten und dann habe ich das auch ins Schneid- und Falzbrett getan. Das wird bei 5 Achtel, 1, 2, 3, 4, 5 Achtel gefalzt, beziehungsweise bei 1,5 cm gefalzt. Und dann bei ein Viertel beziehungsweise 3 cm geschnitten. So, und davon brauchen wir 2 Stück. Also bei 1, 2, 3, 4, 5 Achtel. Oh, 5 Achtel falzen. Und bei ein Viertel, irgendwie habe ich den auch schon wieder falsch gemacht. Bei ein Viertel, ich habe ihn schon wieder falsch gemacht. Ich habe so ein Talent, ne? Und bei ein Viertel beziehungsweise 3 cm schneiden. So. So, der ist jetzt aber richtig. Und ich habe es auch richtig gesagt, ich habe es nur falsch gemacht. Das heißt, braucht noch mal ein kleines Stück Papier, aber dann kann ich euch das noch mal ganz zeigen.
Ich habe hier goldene Streifen, goldene Streifen, goldene Streifen, goldene Streifen. Also wir brauchen sie quer 3,5 bzw. 8,9 cm. Und dann 5 Achtel. 1, 2, 3, 4, 5 Falzen. Und ein Viertel schneiden. So. Also 8,9 cm bei 1,5 Falzen und bei 3 cm abschneiden. Und davon brauchen wir 2 Stück. So, dann kommt das wieder weg. Jetzt kommt eine für mich total liebenswerte Aufgabe. Weil ich das so schön kann. Wir brauchen Löcher für die Bänder. Zwei Möglichkeiten. Ich bin zu spät bei Stamping Up eingestiegen. Wir hatten früher Lochstanzen. Die habe ich mir bei einem anderen Anbieter geholt. Sind, glaube ich, ein halber Zentimeter. Drauf. Aber so ungefähr im Durchmesser. Wer solch eine Lochzange hat, nimmt die Lochzange. Wer nicht, nimmt einfach einen Locher. Ist kein Problem. Ein handelsüblicher Locher macht ein genauso gutes Loch wie eine Lochzange. Wie gesagt, da ich mich mit geraden Linien so antue oder anstelle, werde ich tatsächlich hier mit einem Lineal arbeiten und mir Markierungen machen. Und zwar mache ich mir die Markierung, ich lege mir das hier in der Mitte ungefähr an. Also da bin ich jetzt auch nur ungefähr. Und mache dann bei 3 cm jeweils, bei diesem Geodreieck, also von 0 und dann 3 cm, mache ich so einen kleinen Bleistiftstrich. So, und dann lege ich die Lochzange hier rein und versuche das Loch. Also wenn ich das Loch nicht treffe gleich, also das ist auch nicht nötig, dann radiere ich das gleich weg, nur dass ich so ungefähr eine Angabe habe, wo ich sein möchte. Und dann kann ich mich mit der Lochzange mich hier orientiere ich mich hier dran, dass da das Ende vom Papier ist. Vielleicht kann ich euch das zeigen. Lege ich das Papier so weit an, dass es da endet und der Strich ungefähr in der Mitte ist und dann loche ich. So. So und so sind sie beide ungefähr auf der gleichen Höhe. So, und jetzt radiere ich meinen Bleistiftpunkt da weg. Als wäre nichts passiert. So. Ja, Pumke lässt sich hier überhaupt nicht stören. Der zeigt uns unseren Hintern, seinen Hintern, ne? Ja. So, dann haben wir jetzt das. Wo habe ich meine Tasche jetzt hingelegt? Ach, hier. So. Und das ist dann quasi hierfür hier drauf. Die Löcher kommen nach innen, da werden gleich die Bänder durchgezogen. So. Und da habe ich mich halt für dieses goldene Band entschieden. Das hole ich mal auch raus. Goldene Band. Das goldene Band. Gehe ich hier in meine Schublade und dann habe ich das hier raus.
So, und da brauchen wir ungefähr so 16 cm. Ich nehme mal hier das Geodreieck, das sind ungefähr 15. Das langt auch. Einmal. Ah, ich hoffe, das ist nicht zu kurz. Und zweimal. So, dann kommt das Geodreieck wieder weg. Ich hoffe, ich habe das jetzt im Bild gemacht. Also ich habe jedenfalls hier so ungefähr 15 cm abgeschnitten von dem schimmernden Geschenkband in Gold. Zwei gleiche Stückchen und da, der nimmt mir hier die Hälfte von meinem Bastelplatz weg, ne? Unglaublich. Und da bringe ich jetzt einfach an die Enden ein Stück Sticky Tape ran. Nur so ein bisschen. Das reicht. Wie gesagt, echt nur so ein Stückchen. Und die andere Schere, das ist sozusagen meine Bandschere. Deswegen ist da so ein Fipseldings dran. So ein Scherenbändchen. Sowas hier. Weil die Scheren schon durch das, also die sind zwar super von Stamping Up, aber die werden doch dadurch, dass wir mit Kleber ab und zu schneiden, also hier gerade durch so Sticky Tape, werden die halt doch mal unschön. Also nicht stumpf, sondern unschön. Und wenn du dann Bänder damit schneidest, und dann wieder Papier, das ist nicht gut für das Papier und dann auch nicht für die Bänder. Und deswegen habe ich halt zwei Scheren, damit die Schere immer gut durch das Band geht. So, da habe ich hier mal. Na? Die Bänder mit Sticky Tape versehen. Ich drücke die immer ein bisschen fest. Das hier sollte euch nicht passieren. Das sollte schon auf der gleichen Seite sein. Es geht Gott sei Dank noch mal gut ab, weil verdrehen wollen wir die Bänder ja nicht. Dann gucken wir mal, ob das noch hebt hier. Also nochmal festziehen. Wenn das hier ein bisschen ausfranst, ist es nicht schlimm, weil das wird ja gleich noch zugeklebt. Ist wieder typisch. So, dann nehme ich meinen Aufhebhelfer. Und versuche jetzt diese Folie da abzukriegen. Das ist für mich immer eine Herausforderung. Ich hasse es. So, das hat jetzt mal ganz gut geklappt. Ach so. Macht es, nachdem ihr es durchgezogen habt, weil sonst klebt ihr hier am Papier fest und das ist doof. So, und dann guckt, dass ihr die komplette Klebefläche durchzieht und dann am Papier festklebt. So, erst durchziehen. Guckt, dass das Papier sich nicht verdreht. Erst durchziehen. Na, komm her. Das klappt ja auch erstaunlich gut. So, ganz durchziehen das Klebzeug und dann aufkleben. So, da haben wir Nummer 1 fertig. Ich mache mal schnell Nummer 2 fertig. Bin gleich gespannt, wenn ich das Video mir anschaue, ob man das hochladen kann.
Das wird schon schief gehen. Ja, wie gesagt, ich bin seit 2018 Demonstratorin bei Stamping Up und habe das bis jetzt immer zum Eigenbedarf gemacht und also ich genieße das einfach mit den Produkten von Stamping Up zu basteln, weil das ist einfach so entspannend und so einfach tatsächlich, weil klar kann ich auch viele Sachen einfach woanders kaufen, aber dann passt das oft nicht oder es ist qualitativ nicht so hochwertig, ne? Oft, also mir sind schon Stempel geschmolzen, weil sie halt nicht von Stamping Up waren. Und ich habe die in dem Licht in meiner Lampe liegen lassen und dann waren sie halt geschmolzen. Und dann ist es ja viel zu schade, dafür Geld auszugeben. Oder das Papier passt dann halt nicht, ne? Man hat dann Farbkarton, aber kein Designpapier, was irgendwie dazu passt. Und das ist bei Stamping Up halt nicht der Fall. Und dann ist das so einfach. Ja, also ich bin total begeistert und deswegen mache ich das jetzt und ich will das euch einfach nur mal zeigen, wie toll das ist und wie leicht es auch ist, einfach drauf loszulegen, ne? Und in den Medien, in den Sozialen gibt es ja so viele Möglichkeiten, da einfach mal zu gucken und sich inspirieren zu lassen und dann loszulegen und zu werkeln. Und sich die Hände farbig zu machen. So, und jetzt klebe ich das hier rauf. Ne? Das Band geht dann hoch. Jetzt kleben wir das da drauf. Pumpkin lässt sich hier überhaupt nicht stören. So, Klebe auf beiden Seiten aufmachen. Auch wieder nicht so viel, damit es nicht wieder durchflutscht und möglichst nicht so in die Löcher kommt, weil das ja dann rauskommt. Und die Bänder nach innen kleben. So, und achten, wo die Vorderseite ist. Ich klebe das jetzt auf die Rückseite, weil wir bei der Vorderseite noch ein Magnet anbringen müssen. Und den will ich verstecken. Und deswegen bringe ich das jetzt erstmal auf die Rückseite an. Also Rückseite da, wo das Muster nach unten geht, wenn wir einen Verlauf haben. So, und dann bringe ich das hier, drücke ich das wieder fest. Wenn jetzt bei jemandem Klebemittel durchgekommen ist, ne, wie zum Beispiel bei mir, dann lasst ihr das erstmal trocknen. Also ihr könnt es wegwischen. Aber das würde ich hier auf dem Folienpapier tatsächlich nicht so empfehlen. Weil das schmiert. Ne, das seht ihr hier schon. Das seht ihr hier schon ein bisschen. Das schmiert. Lasst es einfach mal trocknen und dann zeige ich euch das gleich, wie wir das noch retten können. So, und dann brauchen wir hier auf der Vorderseite brauchen wir unser Magneten. So, das heißt, wir nehmen immer noch das Ding hier. So, und der Magnet muss ja jetzt hier angebracht werden, damit, wenn die Lasche hier rumkommt, das hebt. Oder hält. Habe ich die Magneten, die gab es auch bei vor Urzeit mal bei Stamping Up. Habe ich von einer Demo-Kollegin bekommen. So, das sind zwei Stück. Die haben hier quasi. Ja. Zwei gegensätzliche Pole und die sind schon mit Klebemittel versehen. Ich lasse die immer so zusammen, mache von der einen Seite das Klebemittel ab und gucke dann die Mitte aus. So, ihr könnt das per Augenmaß machen, ihr könnt auch ein Lineal nehmen. Nicht so weit nach unten kommen, weil wir haben ja nicht so eine große Lasche und wir wollen es ja auch unter der Lasche hier verstecken. Und dann klebe ich das ungefähr mittig auf. So drückt das Klebemittel fest.
Nimm den Magneten hier runter und pack den erstmal an die Seite. So. Und dann kann ich auch hier auf unsere zweite Lasche Klebemittel bringen. Auch hier ruhig über das Geschenkband gehen, das ist gar kein Problem. Nur gucken, dass wir nicht in die Löcher kommen. So, und auch da hier, oh, auch hier schön draufsetzen. Also ich achte jetzt, dass es hier mit der Ecke abschließt und dass das ordentlich aufsitzt. Ne? So. So, und dann auch hier festdrücken. Gucken, dass nirgendwo Kleber rauskommt. So, und dann ist der Klebepunkt hier, der Magnet, dadurch, dass der so dünn ist, kaum zu sehen. Klar sieht man ihn ein Stückchen, aber nicht wirklich viel. So, und jetzt können wir hier, das ist jetzt trocken. Das merkt ihr daran, dass es klebt noch ein bisschen, aber es ist fast, also ihr klebt nicht richtig fest. Und dann gibt es dieses Schätzchen hier. Das gibt es nicht bei Stamping Up. Aber bei einem anderen Anbieter mit dem großen A. Das ist ein Klebemittelradierer. Das ist die Anschaffung wert. Der ist jetzt nicht so teuer. Und ich habe den jetzt auch schon 4 Jahre und also hier sind nur die Ecken rund geworden. Und der ist einfach mega. Und zwar geht jetzt einfach hier lang. Nicht so wie mit dem Radierer, sondern einfach nur in eine Richtung. Und könnt das Klebermittel aufnehmen. Beziehungsweise wegnehmen. Und dann habt ihr hier, macht es vorsichtig und dann habt ihr keinen Schaden mehr. Und das Klebermittel ist weg. Es klebt nichts mehr. Und das geht sowohl auf Designpapier wie auch auf Farbkarton. Und wenn es dann irgendwann mal so oll ist, dann einfach die Dinger hier abzupfen. Also das geht mit der Zeit ganz leicht. Manchmal nehme ich auch einfach eine Schere und schneide das weg. Aber dann habt ihr natürlich ein bisschen Verschwendung. Aber das einfach abzupfen. Und dann ist der wieder sauber. Gold wert. Hat mir schon so manches Projekt gerettet. So, jetzt brauchen wir ja quasi, jetzt ist unsere Tasche schon fertig, aber jetzt ist die ja so hässlich offen. Jetzt brauchen wir noch einen Verschluss, richtig? Und da habe ich mir überlegt, machen wir hier, dadurch habe ich ja, jetzt habe ich ja diesen Magnet hier verschlossen. Und da habe ich mir gedacht, wir nehmen einfach ein Stück Kreis. Da habe ich auch noch ein Stück von diesem Designpapier. Und ich habe jetzt eine Handstanze genommen. Eine Handstanze, oh, wisst ihr, ich habe was Tolles. Habe ich mir angeschafft. Und ich bin ja total begeistert. Ich habe mir hier wirklich immer diese Krümel weggemacht, wie ich gerade angefangen habe. Ne? Muss ich gar nicht mehr, weil heute habe ich was Tolles. Ein Tischstaubsauger. Oh, ich bin so froh. Der nimmt alles auf. Mega. Kann ich nur empfehlen. Tischstaubsauger, Akku. Also das ist kein Akku, der geht mit Batterien, aber tolles Ding. Ein bisschen Werbung. Aber ich habe es ja hier stehen, ne? So, jetzt brauchen wir noch unseren Kreis. Also wie gesagt, ich nehme eine Handstanze. Wir haben keine Handstanzen mehr im Programm. Also Handstanzen schon, aber keine Kreisstanzen. So traurig es ist. Aber wir haben keine Kreisstanzen mehr. Der eine oder andere wird noch Kreisstanzen haben. Das ist die 1,5 Zoll Kreisstanze. Aber wir haben Alternativen. Wir haben zum Beispiel Basic mit Pep, da sind Kreise drin. Da brauchen wir allerdings die Stanzmaschine. Und wir haben auch die lagenweise Kreise haben wir, brauchen wir auch die Stanzmaschine. Da ich nicht wirklich viel Platz hier habe, habe ich
die Handstanze genommen, um es mir einfach so leicht wie möglich zu machen für mein erstes Video. Verzeiht mir, dass ich da so egoistisch war und einfach die Kreisstanze nutze. So, da stanze ich hier einfach einen Kreis aus. Wie gesagt, 1,5 Zoll. Zentimeter. Das ist euch, also ich finde 3,74 cm, das ist schon ausreichend. Viel größer sollte der auch nicht sein, glaube ich. So, und den kniffe ich mir einfach in der Mitte. Auch möglichst so, dass die, die Linien gerade bleiben, soweit ich das halt kann und soweit das Design zulässt. Manche Linien sind halt einfach schräg. So, und dann bringe ich mein Kreis ist geknifft. Und dann bringe ich wieder mein Magnet hier an. Der hebt ja jetzt von alleine. So richtig mittig ist es nicht, ne? Naja. Nimm meine Schicht hier weg, meine Schutzschicht, und bring meinen Kreis auf. Und dazu mache ich die Tasche mit der Hand, schließe ich die, wie ich sie geschlossen haben möchte, und lege meinen Kreis hier über beide Verschlüsse drüber, also über beide Kanten. Und dann hebe ich die Lasche, also drücke ich die Lasche gegen den Magnet, damit einfach die eine Seite sich mit dem Klebemittel verbindet. So, und auf die andere Seite, dazu kann ich ja die Tasche wieder aufmachen, bringe ich jetzt das Klebemittel an. Hier muss ich darauf achten, weil das bewegt sich jetzt natürlich, ne? Das ist ja nur an einem Magneten befestigt. Das heißt, ich heb mir die fest und achte jetzt darauf, dass ich das wirklich bei der Falzlinie angelegt habe, dass ich kein Klebemittel über die Falzlinie habe. Also jedenfalls nicht viel, weil das würde ja dann auf die Lasche gehen und gegebenenfalls die Tasche zukleben. Und ich lasse auch vorne ein Stückchen frei, weil meine Lasche ein bisschen über das Designpapier geht und ich nicht möchte, dass die, wie gesagt, auf der Tasche vollklebt. Das sieht dann ungefähr so aus. So. So, und dann lege ich die Tasche wieder zu, gerade und gerade, habe ich gesagt, und drücke dann fest. So, und dann haben wir hier das Klebemittel und hier die Magneten. So, dann ist die Tasche so schon mal fertig. Und man kann sie dann hier von innen noch ein bisschen in Form drücken, damit sie nicht so eingeplättet aussieht. So, und jetzt kommen wir noch zur Dekoration. Mal kurz hier aufräumen. Zur Dekoration habe ich mir überlegt, dass wir die Blüte tatsächlich stempeln. Hier habe ich ja diese Blüte genommen, also diese. Und jetzt würde ich gerne diese Blüte stempeln. Ich werde bei Himbeerrot bleiben, weil wir haben ja hier auch ein bisschen Himbeerrot. Ich schaue einfach, wie das gleich aussieht. Und das lasse ich tatsächlich auch so, wie es ist. Mal gucken, ob hier meine Blüte drauf passt. Die habe ich hier schon auf den Stempelblock gezogen. Nee, passt natürlich nicht. Aber ich kann hier den Spruch drauf machen. Und dann habe ich hier das Stempelkissen Himbeerrot. Ich mache die immer auf, indem ich hier vorne drauf drücke,
Bei manchen Stempelkissen klappt das nicht, dann muss ich die halt reinfahren und dann hochschieben. So, Kiste Bunny. So, da stempel ich jetzt hier einfach ruf. Hoffentlich gerade. Wie gesagt, mein gerade ist das neue schief. Habe ich es nicht gesagt, aber das kriegen wir vielleicht gleich noch hin. So, und dann kriegen wir noch ein Stück Papier. Das habe ich hier auch irgendwo für die Blume. Und bestimmt auch noch. Da müsste sie doch aufpassen. Das ist grundweißer Farbkarton. Ich finde es einfach nur wunderschön, wie detailgetreu dieser Stempel stempelt. Ich finde es klasse. So, ich mache das mal hier zu. Ich fasse nämlich, bin nämlich so ein Talent und fasse da gerne rein. Ich werde dieses Motiv kurz ausschneiden. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich habe euch ja gesagt, ich mache das nicht vor der Kamera. Dafür bin ich noch zu ungelernt. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Habe ich das Blümlein ausgeschnitten. Ist gar nicht mal so schlecht geworden. Ne, die Linien zwar, sind zwar unterschiedlich, aber ist halt selbst gemacht. Ne? Das soll man ja auch sehen. Wichtig ist beim Ausschneiden, falls ihr da auch noch nicht so geübt seid, dass ihr immer das Objekt dreht, anstatt die Schere. Die Schere bleibt eigentlich immer gerade in der Hand und ihr dreht das hier. Und ich finde, ich werde immer besser. Also ich nutze eigentlich auch jede Gelegenheit, mal auszuschneiden, damit ich da immer besser in der Hand werde. Allerdings mache meine Hände nicht so mit, aber egal. So, hier wollten wir eine Fähnchenstanze machen. Wir haben Stanzen da, Fähnchen, auch tatsächlich im Katalog. Ich habe mich da manchmal aber immer mit der Größe. Irgendwie will das nicht so, wie ich will. Und jetzt versuche ich es halt einfach mal irgendwie hinzukriegen. Das kann auch sein, dass ich es jetzt nur noch verschlimmbessere, aber wie gesagt, durch meinen Knick in der Optik. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch mal, das gerade hinzukriegen. Schaut mal. Schaut mal. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt machen wir hier noch einen Strich. So. Ja, wie gesagt, bei mir ist eh alles schief. Sieht man dann auf dem... Jetzt noch mit der Schere da rangehen, ist ja noch schlimmer, ne? Habt ihr das auch manchmal, dass ihr mit euch redet? Also gerade beim Basteln kann ich das ja ganz gut, ne? So. Naja. So, dann schneide ich hier noch was ab. Ist immer schief. Ey, manche bewundere ich ja, ne? Die können einfach einen Schnitt machen, der ist gerade und schwupps sind sie fertig. Das ist mir immer unbegreiflich, wie das geht. So, Fähnchen, dann mache ich hier in der Mitte ein Schnittchen. Also nicht eine Schnitte, sondern ein Schnitt. In der Mitte, habe ich gesagt. So. Und dann gehe ich von der Ecke
bis zu diesem Schnittpunkt. Und dann fällt mir die eigentlich schon ab. Und hier mache ich das genauso. So. Und dann habe ich doch ein Fähnchen. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Und dann nehme ich mir von meinem Himbeerrot einen Streifen. Das Himbeerroter Farbkarton. Himbeerroter Farbkarton. Da sehen wir, dass wir nicht so wirklich gerade sind. Wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich weiß gar nicht, wie weit wir schon sind in der Zeit. Wahrscheinlich kriege ich eine Sperre bei YouTube für zu lange Videos. Komm, das geht doch. Das ist gut. Das kleben wir jetzt auf. So. Ich hätte es noch ein bisschen dünner machen können, aber das braucht man auch nicht. So, und dann schneiden wir das hier ab. Machen auch. Schnitt, da können wir uns jetzt an dem Mittelpunkt der anderen Fahne orientieren. Und das wird ein bisschen schief, wie ich das hier gerade sehe. Aber hey, ist doch super, oder nicht? Und ich sage ja, es ist so einfach. Also klar muss man ein bisschen überlegen, und aber man kriegt einfach schöne Sachen hin. So, und dann noch einen goldenen Punkt, ne? Hier habe ich ja auch einen Glitzy-Stein. Da nehme ich die vergoldeten Schmucksteine, die sind auch im Jahreskatalog, glaube ich. Lasst mich lügen. Also das Band ist definitiv im Katalog. Und die Steine. Oh, die goldenen Steine sind nicht mehr im Katalog, aber wir haben die runden Akzente in Matt Metallic in Gold. Die könnten wir auch nehmen. Das wäre dann noch eine Alternative. Das können wir uns auf alle Fälle machen. Ja. Und zu Silber können wir ja dann Silber nehmen. Ich bräuchte sowas wie eine Pinzette. Chaotin. So. Und Schubs. So, dann haben wir das fertig. Hier habe ich, bei dem hier habe ich die Blume aufgeklebt und das hier in 3D. Das werde ich hier genauso machen. Also 3D heißt mit Klebepads. So, guck mal.
So. Und so. Ist ein bisschen größer geworden, das Etikett, ne? Aber ich finde, das tut der Sache keinen Abbruch. Sollte ich das dann vielleicht höher machen? Sollte ich das dann aufkleben? Muss mal gerade überlegen, ob ich das genauso mache wie da. Ich glaube ja. Also das Aufkleben. Wenn euch die Klebedüse mal zusetzt, ne? Bei mir scheint es ja auch schon so der Fall zu sein. Achtet halt darauf, dass hier diese Klebemacken weg sind. Ne, und wenn es sich wirklich zusetzen sollte, dann nehmt eine Pinnnadel. Ich habe hier so Klebefläschchen für zum Präzisionskleben. Und da habe ich so eine Stecknadel, die ist da schon in der Düse mit drin. Und dazu nehme ich das einfach mal und klebe dann frei. Und dann mache ich die Nadel kurz sauber mit einem ganz normalen Babyfeuchttuch oder Kosmetiktuch. Und dann ist das schon wieder fertig. So. Na. Voilà, dann kommen wir das gleich weg. So, dann kleben wir jetzt hier die Blume auf. Wusstet ihr eigentlich, dass man den Tombow, also wenn man den klebt, man kann den ja noch so zurechtdrücken, ne? Und wenn man den trocknen lässt auf dem Motiv oder auf dem Umschlag zum Beispiel, dann kann man den ablösen wieder. Das funktioniert dann ungefähr so wie so ein Mini-Glue Dot. Das heißt, der ist dann quasi wieder verwendbar. Der wird dann sticky. Der wird durchsichtig und sticky. Ist total cool. Nutze ich manchmal tatsächlich für Umschläge, weil so ein Klebepunkt klebt ja tatsächlich ganz fest. Da versaugt man sich das Papier. Und dieser Tombow hier, der, also gerade dieser Monoliquid Glue, der, wenn man den trocknen lässt, also man macht einen ordentlichen Klecks auf das Papier, lässt es trocknen und dann wird es sticky, durchsichtig und sticky. Und das nutze ich halt ganz oft als Verschluss für einen Briefumschlag. Finde ich ziemlich cool. Nur mal so als kleine Info nebenbei. So, hier bringe ich dann noch unsere großen Dimensionals drauf. Ich nehme auch nur zwei. Und dann bringe ich das hier so über die Blume drauf, lasse das Blatt noch ein bisschen rausschauen. Und dann bringe ich die Tasche noch in Form und dann sind wir fertig. Und jetzt sehe ich hier noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das durch meine Finger drauf gekommen ist oder ob das schon drauf war. Gucke ich mal, ob ich das wegkriege. Das ist Tinte. Ja, da muss man vorsichtig sein. Das ist so ein Tinten-Eraser. Da muss man aber vorsichtig mit sein. Und der bringt jetzt auf dem Papier nicht so wirklich was. Da raue ich mir das eher mit an, als die Tinte weg. Aber bei manchen Papieren geht das auch ganz gut. So, und schon ist die kleine Überraschung fertig. Ich finde ein ganz gelungenes Projekt. Gefällt mir auch ganz gut in der Farbe. Hier ist mir das Etikett ein bisschen groß geraten, aber es funktioniert noch ganz gut. Man könnte auch den Namen draufschreiben, wenn man das jetzt hier so als Tischgoodie macht. Bei Fragen
könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. info@meinchaosbastelreich.de. Ich bin auch bei YouTube, witzig, haha. Ihr findet mich auch auf Instagram, auch mein Chaos Bastelreich. Dort zeige ich euch auch ein paar Projekte und ab und zu ein Bild von meinen Katzen, wenn ich mal irgendeine süße Pose finde, die ich unbedingt posten will, dann ist da auch mal was von meinen Katzen zu sehen. Wie gesagt, ich fange gerade an mit den sozialen Medien. Ich bin also noch nicht so fresh. Eine Webseite ist am Tun. Also ich bin die am Designen, am Entwerfen. Für Tipps und Tricks und Kniffs und Hinweise bin ich wirklich dankbar. Schreibt doch einfach mal in euren Kommentaren, wie es euch gefallen habt. Euch gefallen habt, gebt mir einen Daumen hoch und vielleicht abonniert ihr mich auch. Oder, also nicht vielleicht, sondern abonniert mich doch einfach. Und so könnt ihr auf dem Laufenden bleiben und habt Freude am dem nächsten Video. Ja, das soll es von mir gewesen sein fürs erste Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und wünsche euch alles Gute. Tata!